Tim Clark von Emirates Airlines möchte einen Nachfolger für den A380 haben. Ryanair möchte keine Billigtickets mehr anbieten. Und dann geht es natürlich weiter mit Cathay Pacific. Cathay Pacific hat ein neues Bonusprogramm. Eigentlich ist es nur das alte Bonusprogramm und das noch andere alte Bonusprogramm kombiniert zu einem neuen. Und dann haben wir Amsterdam Schiphol Flughafen bezahlt Kompensation. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Hier aus dem Holiday Inn Express in München und zwar West, glaube ich, heißt das, West City. Kann euch das Property nur empfehlen, relativ cool. Zimmer natürlich Holiday Inn Style, nicht sehr groß, aber wir wollen ja nur übernachten. Warum? Weil wir heute Abend Stammtisch haben in München, morgen in Frankfurt, übermorgen in Berlin. Also wenn ihr teilnehmen wollt, unten kommentieren oder WhatsApp. Nummer findet ihr in den Shownotes. Abonnieren, Glocke an, kommentieren und Like da lassen. Auch nicht vergessen. Das Thema Emirates A380 ist ein langes Thema. Ich glaube, 117 Stück hat man bei der Emirates schon. Und Timothy Clark ist ja als CEO extra auch nach Berlin zur ILA gekommen. Wir hatten ihn getroffen in Doha, dann hatten wir ihn getroffen auf anderen Veranstaltungen. Aber er wird nicht müde zu sagen, er braucht ein Flugzeug von der Größe A380. Und Airbus erhört ihn nicht. Airbus sagt ganz einfach, nö, wir haben 350, 1000, dann Boeing mit der 777X. Aber das sind alles Größen, die halt nicht an die fast 500 Sitze rankommen. Jetzt sagt ihr, wie, die haben da über 500 Sitze. Naja, nein, sie haben 400 und ein paar kaputte, knapp an 500, wenn man alle vier Klassen einbaut. Und es wird ja jetzt retrofittet. Das heißt also, man hat eine First Class drin, man hat die Business Class drin, man hat eine Premium Economy drin und eine Economy Class. Heißt also, dann sind wir unter 500 und die anderen Flugzeuge kommen ja knapp an die 400 nur ran. Also insofern ist es wesentlich kleiner. Clem Clark sagt, man muss halt einfach ein Flugzeug bauen, wo man die neueste Technologie einbaut. Heißt also zum Beispiel, dass man bei dem Flugzeug Composite-Material benutzt. Der 380er ist nicht mit Composite gebaut worden. Das, was der 350er ist oder die 787, da ist Einsparpotenzial. Dann hat man ja das Problem, dass man im Prinzip eine Triebwerksgeneration vor diesen neuen Triebwerken hatte, die noch sparsamer sind. Tim Clark sagt ganz einfach, dass er ja auch Angst hatte, mit 6 Flugzeugen nach London täglich zu fliegen. 6. Die fliegen von Dubai 6 Umläufe nach London. Das muss man sich mal reinpfeifen. Und er sagt, er hätte, seitdem er es letzten Oktober macht, keinen freien Sitzplatz gelassen. Naja gut, Tim Clark ist jetzt nicht ganz so schlimm wie Michael O'Leary, aber er ist der tiefsten inneren Überzeugung, dass er halt keinen Sitzplatz nicht verkauft hätte. Glaube ich jetzt nicht ganz so dran. Es werden schon vereinzelt welche leer gewesen sein, aber grundsätzlich ist er mit der Auslastung zufrieden. Und wenn sie auch nur bei 98% gelegen hat, war es ja schon super. Aber nichtsdestotrotz wäre ein A380neo ja in greifbarer Nähe gewesen. Airbus hat die Investition gescheut. Emirates hat ja auch die Zusage gescheut. Warum? Ganz einfach, weil Rolls-Royce, glaube ich, war es, keine Triebwerke bauen wollte, konnte für den 380er. Wenn man jetzt einfach sich die Flughäfen anguckt und er sagt halt, die Flughäfen wie Frankfurt, ja, Frankfurt, Amsterdam, London, aber dann auch Sydney und so weiter, das sind Flughäfen, die sind, wie es im Englischen heißt, Capacity Constrained. Die haben also Probleme. Dann sagt er, Amsterdam ist noch ein ganz, ganz schwieriges Thema, ganz einfach aus dem Grund heraus, weil Amsterdam die Kapazitätsgrenze nach unten zieht. Wir erinnern uns, anstatt 500.000 wollen sie nur noch 400 ein paar kaputte, also ich glaube 420.000 Bewegungen machen. Und so wird es in London sein. In London wird die dritte Landebahn ja, oder Startbahn, egal wie man es sieht, wird ja auch nicht gebaut, da kommt man nicht in Wallung. München baut übrigens auch keine im Moment, das ist ja auch kein Thema. Also insofern seht ihr das Ganze. Also man hat mehrere Probleme. Er sagt einfach, die Flughäfen haben halt nicht die Kapazitäten. Dann kommt als nächstes, die Flugzeuge haben nicht die Kapazitäten. Aber wir haben eine ansteigende Kurve an Bedarf. Und wie wir alle in der VWL-Grundkursen gelernt haben, oder was, Betriebswirtschaftslehre, ich war bei beiden dabei, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, ich hatte sogar einen selben Lehrer, ist es einfach so, wenn natürlich Angebot auf Nachfrage trifft und wir haben einen Angebotsüberhang, sind die Preise niedrig, wir haben aber jetzt einen Nachfrageüberhang, also es gibt mehr Leute, die fliegen wollen, als es Plätze gibt,
Natürlich, es wird teurer. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt also, Fliegen wird grundsätzlich teurer werden. Und da muss man einfach mal gucken. Clark gestand im Juni in Berlin auch ein, dass die natürlich die anderen Fluggesellschaften nicht genug 380er Interesse haben. Wir haben hier auch fast gemerkt, wie Lufthansa widerwillig, fast wie ein kleines bockiges Kind, den 380er zur Freude von euch natürlich wieder jetzt einflotten muss. Man geht jetzt von 4 bis 5 aus, man könnte ja auf 8 erhöhen. Und er sagt ganz einfach, dass die Tim Clark, dass das Programm 15 bis 20 Milliarden Dollar kosten würde. Und er würde halt Airbus empfehlen, das vielleicht still und heimlich zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das still und heimlich macht, ohne dass man sich Leute sucht. Damals bei der Pan Am 747-Nummer hat sich Boeing ja Pan Am halt eben geholt ins Boot. Oder auch beim 380er hat man sich ja auch Leute ins Boot geholt, damit man dieses Thema feasible hat. Oder auch bei anderen Evolutionsstufen. Man hat ja zum Beispiel die 400er-Serie oder die Strich-8er mit Fluggesellschaften zusammenentwickelt, wobei das nicht ein Garant für Erfolg ist. Und das ist natürlich das Wichtigste in der heutigen Zeit. Tim Clark hat natürlich auch gesagt, wenn man das Flugzeug einen A380neo machen würde, dann wäre das Flugzeug auch von den Nachhaltigkeitsaspekten her ganz weit vorne. Was ist eure Meinung? 380er-Neo, Nachfolger, muss er kommen, soll er kommen? Oder sollte es gelöst werden über einen Single-Aisle- oder beziehungsweise Narrowbody, Entschuldigung, Single-Eye ist ja nicht, aber Narrowbody, der dann, schon auch nicht Narrow, Whitebody, als Eindecker, ich bin ja ganz verwirrt. Warum? Weil ich nämlich eben eine Nachricht noch im Augenwinkel gelesen habe, dass Airbus endlich 10.000 Flugzeuge in der Luft hat, der A320er-Serie respektive der A220. So, daher kommt Single-Eye. Jetzt aber zurück zur Sache. Also, seid ihr der Meinung, dass es diese doppelstöckigen Flugzeuge weiter geben muss? Oder sagt ihr, dass diese Whitebodies A350er, 777X, dass das schon das Bessere ist, aber die sollen halt verlängert werden? Weil ich weiß gar nicht, wie lang man das machen kann, ohne dass man an den Flügeln und so weiter was arbeiten muss. Der Name ist eben gefallen, Michael O'Leary. Michael O'Leary sagt, ich will keine Billigtickets mehr verkaufen. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn bei dem kaputt? Der hat doch Tickets verkauft, ich glaube für 99 Cent, für 1,99 Euro, 10 Euro. Also das war so mehr seine Preislinie. Und jetzt hat er einfach gesagt, das wäre die Dummheit des Brexits, dass in Großbritannien weiter im Brexit ist. Die Austritt aus der EU habe sich als Desaster für die Arbeitnehmerfreizügigkeit gezeigt. Und somit ist es halt einfach so, dass er auch kein Personal kriegt und so weiter. Aber das Problem ist ja auch, dass Michael O'Leary festgestellt hat, dass die Spritpreise gestiegen sind oder aber auch zum Beispiel Flughafengebühren. Und man kann natürlich nicht wie in Frankfurt zum Beispiel einfach sagen, wir gehen. Das kannst du halt bei jedem Flughafen nicht machen, weil einige Flughäfen muss er ja anfliegen, dann braucht er keine Fluggesellschaft. Und deshalb geht er davon aus, dass sich die Preise zwischen 40 und 50 Euro etablieren werden. Zumindest das in den nächsten 5 Jahren als Preis. Oh, hier haben wir eine Fliege. Wird spannend. Excuse me. So, Live-Sendung, semi-live. So. Was denkt ihr? Ist es so, dass Tickets grundsätzlich teurer werden müssen? Oder sagt ihr, es ist einfach das natürliche Gesetz, wenn wir Inflation haben, dass ein Ticket teurer werden muss? Ganz wichtig an dieser Stelle natürlich auch Spritpreise. Werden die Tickets denn billiger? Also ich habe zum Beispiel, ich komme jetzt wieder von Hörstchen auf Stöckchen, ich will nicht bei der Lufthansa anfangen, aber wenn wir uns da erinnern an diese YQ, also an die Treibstoffzuschläge, die sind ja eigentlich immer nur höher geworden. Billiger sind sie ja nie geworden. Also insofern, ich bezweifle, dass man da wieder runtergeht. Und Ryanair, ob der auf 9,99 Euro geht und vor allem, ehrlicherweise, die Tickets waren ja nie in einer Bandbreite so billig. Das heißt, also es waren ja immer nur vereinzelte Sitzplätze. Oh, zumindest mein Gefühl. Aber wie gesagt, ich würde jetzt Ryanair nicht fliegen. Amsterdam Flughafen, Amsterdam Schiphol, wir kennen die Dramen. Der Flughafen hat ja auch seine Kapazitäten eingedampft. KLM musste Flüge streichen, musste auch gucken, nicht weil unbedingt KLM kein Personal hatte, sondern weil Schiphol, also der Flughafen, da nicht klar gekommen ist. Und der Flughafen hat ja auch am April einen Meltdown gehabt, wie er so schön im Englischen heißt. Was war passiert? Ganz einfach, wir sehen ja die Schlangen. Ich habe euch ja auch Bilder gezeigt in einer Folge, wo die Leute draußen im Zelt angestanden sind, also meterlang, kilometerlang. Und dagegen war Köln eigentlich noch mit einem Kilometer ein Spaß, ne? Also
Aber das war ja komplett Banane und die haben ja auch Leute teilweise erst 4 Stunden vorher reingelassen. Und selbst wenn man 4 Stunden vorher angekommen ist, hat man seinen Flug nicht bekommen. Es gibt in den Niederlanden eine Verbraucherschutzsendung. Den Namen kann ich jetzt ehrlicherweise nicht wirklich gut aussprechen, obwohl ich natürlich aus der Welt- und Kaiserstadt Aachen komme. Wir haben ja Blick auf Holland. Das ist Max Vakantiemann. Also ich würde mal sagen, weiß ich nicht, Vakantier. Und der ist halt einfach eine Art Ombudsmann, das ist im Niederländischen dasselbe Wort, Ombudsmann. Die haben eine TV-Sendung und da ist es so, dass sie den Flughafen herausgefordert haben und gesagt haben, ihr müsst die Leute kompensieren. Weil ehrlicherweise ist es ja nicht das Problem vom Lufthansa. Ich weiß, ihr basht ja gerne. Wir hatten gestern ja auch im Vielflieger-Stammtisch wieder jemanden, der meinte, ich hatte 10.000 Flüge gefühlt. In den letzten 2 Tagen, die waren alle pünktlich. Nur mein Flug Warschau nach Frankfurt war unpünktlich. Scheiß Lufthansa. Naja, da kann die Lufthansa jetzt ehrlicherweise ja nichts für, wenn es am Flughafen nicht klappt oder wenn im Luftraum da irgendwelche Probleme sind, weil da Congestion ist. Also insofern, die haben da gesagt, der Flughafen müsse kompensieren und siehe da, der Flughafen hat gesagt, nö. Dann haben sie gesagt, dann verklagen wir euch. Und jetzt sagt der Flughafen, wir bezahlen. Das Spannende an der Geschichte ist halt einfach, die wollen auch bezahlen, Hotelaufenthalte, Umbuchungen, also wirklich den ganzen Quatsch. Aber das Problem ist, das sind so viele Leute gewesen, das kostet richtig Geld. Und ich finde es cool, aber ja, wie will sich der Flughafen das leisten? Also spannend. Vielleicht haben die bessere Zahlen als wir und wissen, dass das gar nicht so teuer wird. Aber schauen wir uns mal an. Letztes Thema für heute, weil dann mache ich mich fertig für den Stammtisch. Dann wird auch geduscht, damit die Fliege wegkommt. Ist übrigens weg. Gut so. Ist es einfach so, Cathay Pacific hat ein neues Mitgliedsprogramm. Neu ist es eigentlich nicht, weil es lehnt sich an beide an. Es war halt immer nur verwirrend. Man hatte Marco Polo und ich hatte auch den Marco Polo Diamond. Und dann hat man Asia Miles gesammelt. Und diese beiden Programme führt man jetzt zusammen. Und diese beiden Programme sollen dann halt einfach Cathay heißen. Cathay irgendwas. Enhanced. Also bei Lufthansa ist Enhancement ja immer schwer und schlimm. Warum? Weil es eigentlich heißt, dass wir Verschlechterung haben müssen. In dem Fall weiß ich nicht, ob es eine Verschlechterung oder Verbesserung ist. Man sagt halt bei Cathay, dass man jetzt beide Teams zusammenholt und damit die Loyalty auf eine neue Ebene bringen möchte. Aber Änderungen gibt es auch nicht, weil die Level bleiben gleich. Eigentlich bleibt alles gleich. Es heißt einfach nur anders und man gibt dem ganzen Kind dann einen Namen. Gibt es sonst irgendwas dazu zu sagen? Eigentlich nicht. Ist es einfach nur eine reine Information für euch, damit, wenn ihr mit eurer Marco Polo Diamond Karte Asia Miles sammeln wollt und dann ab nächsten Monat dann quasi da nicht mehr bekommt, obwohl Monat ist ja noch länger, ist sogar August der 17. Heißt also, wir haben heute 12, in 5 Tagen ist es soweit. Ganz wichtig ist übrigens auch noch, die Punkte werden 1:1 getauscht. Also da gibt es dann auch keine Probleme und keine Überraschung. Wir sind da auf der sicheren Seite. Jetzt ist aber Schluss für heute. Die Sendung dauert auch schon wieder länger als normal. Ich sage hier einfach jetzt wieder Tschüss. Ihr sagt ganz einfach, ich abonniere, Glocke an, like und vor allem kommentiert unten. Und wer in München ist, kommt zum Stammtisch. Augustinerkeller, 18 Uhr sind wir da. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Schickt mir einfach eine WhatsApp-Nachricht und delegiere euch an den Tisch. Vom Wetter her sieht es ja medium aus. Also insofern, vielleicht regnet es nicht, wir haben Glück. Also jetzt ist auch wieder Schluss. Keine Fernbedienung, weil ich komme nämlich an die Kamera so ran. Bis dann, ciao.